Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, was sehen wir hier auf dem Bild? Eine Scheune. Und ja, da es bei mir immer um die Bahn geht, ist zu vermuten, dass es hier um die Bahn in der Scheune geht. Wer auf Modellbahn-YouTube in Deutschland unterwegs ist, sollte die Anlage eigentlich kennen. Wer nicht, dann holen wir das jetzt nach. Es gibt auch eine wunderbare Homepage mit vielen Bildern. Ist die Bahn in der Scheune kommen? Wenn ich es schaffe und nicht vergesse, blende ich es dann noch ein. Und da kann man sich auch über die Geschichte informieren. Was wir dann in der Scheune zu Gesicht bekommen haben. Und das in mehrfacher Hinsicht. Weil das ist nicht einfach nur eine Modellbahnanlage. Das ist eine Modellbahnanlage, in der unter anderem Josef Brandl seine Finger im Spiel hatte, was so Teile der Landschaftsgestaltung angeht. Und ja, und das ist nicht nur eine Schauanlage, sondern die hat quasi zwei Seiten. Nämlich auf der einen Seite gibt es hier einen automatischen Betrieb, der übrigens mit Eidrehen läuft. Und auf der anderen Seite kann man allerdings hier auch den kompletten Handbetrieb machen, wie er also im Fremo üblich ist. Und alle Leute, die jetzt da unten rumstehen oder rumsitzen, sind also vom Fremo, die hier das Ganze mal getestet haben und naja, dann auch Vorschläge machen wollen, wie es dann weitergehen soll mit dem Fahrplan, der naja, noch nicht so bis in den letzten Punkt ausgereift war. Nun schauen wir uns mal an, wo das Ganze überhaupt im Vorbild zu finden ist. Ich habe mal meinen Mauszeiger ein bisschen größer gemacht, damit ihr das seht. Wir befinden uns in Baden-Württemberg, im Westen von Baden-Württemberg, oder im Südwesten von Baden-Württemberg, dem früheren Baden. Und wir haben hier die beiden Endpunkte der Höllentalbahn, einmal Freiburg im Breisgau und Donaueschingen. Wir haben Neustadt, das zeige ich euch gleich noch ein bisschen genauer, Lenzkirch und Bonndorf im Schwarzwald. Ja, das Ganze ist auch bei Wikipedia schön dargestellt. Wir haben hier den Streckenverlauf, wir haben als Startpunkt auch wieder Freiburg Hauptbahnhof. Wir haben dann Freiburg-Wiehre als nächsten auf der Modellbahn dargestellten Haltepunkt oder Bahnhof, was ja auch im Vorbild so war. Dann haben wir eine ganze Reihe von Stationen, die eben keinen Platz auf der Anlage gefunden haben. Das wäre dann eher was weiß ich, wenn man eine Messehalle zur Verfügung hätte oder so. Wir haben die Ravenna-Brücke, die nachgebildet ist. Wir haben Neustadt. Also man kommt auf der Anlage von Freiburg-Wiehre über die Ravenna-Brücke direkt nach Neustadt und lässt praktisch alle anderen Stationen aus. Dann haben wir Kappel-Gutach-Brücke. Das ist also schon ein Bereich, wo die also im verdeckten Teil der Anlage ist. Na, es ist ein Abzweig, der ist also irgendwo quasi unterirdisch. Wir haben dann den Abzweig nach Bonndorf und wir haben auch den Endpunkt, also Donaueschingen, auch im verdeckten Teil der Anlage. Ja, und dann gibt es hier noch einen Abzweig nach Seebruck. Das ist die Dreiseenbahn, die ist hier dargestellt. Da gibt es also die Idee, das irgendwie noch zu integrieren, also da zumindest ein Endpunkt dann noch irgendwo hinzubauen. Das ist natürlich auch schön, ne, mit dem See hier. Das hätte natürlich was. Ich liebe ja sowieso Gewässer auf Modellbahnanlagen, also wenn sie schön gemacht sind. Ja, und dann haben wir hier die Strecke Kappel-Gutachtalbrücke über Lenzkirch nach Bonndorf. Es ist auch dann, wenn man so im Nachhinein mal liest, gibt es also hier die Geschichte. Da gibt es also die
die Geschichte. So entstand eine Bahnstrecke, die von Albert Kunze Müller als die am schlechtesten trassierte badische Staatsbahnstrecke bezeichnet wurde. Das lag einfach daran, dass Lenzkirch unbedingt angebunden werden wollte. Und das ging halt in dieser Form nur durch diesen Spitzkernbahnhof, der natürlich den Betrieb auf der Gesamtstrecke natürlich auch ein bisschen aufgehalten hat, wenn man da ständig Kopf machen musste in dem Bahnhof. Wir beginnen mit dem Schattenbahnhof, Freiburg Hauptbahnhof, der also nicht gestaltet ist, und kommen nach Freiburg-Wiehre, also der erste Augenschmaus, den wir hier sehen, also das ist wirklich ganz fantastisch. Nochmal kurz zurück. Ja, der Sinn ist der, dass wir dort aus dem Bahnhof natürlich wieder rausfahren. Hier hinten, na, da geht es hier hinten lang. Und war nach links. Kommen wir aus dem Tunnel raus und haben hier das Ravenna-Viadukt. Ja, fahren weiter, wenn es alles ein bisschen blau aussieht. Da gibt es also auch so eine Tag-Nacht-Schaltung. Und dann nachts sind natürlich leider blaue Leuchten. Dann sieht das hier halt so aus, wie es jetzt hier aussieht. Ja, hier ist zur besseren Zugänglichkeit ist hier ein Teil entfernt worden. Das hing dann irgendwo am Dach. Und für den Fall, dass da also irgendwas ausgleist. Ja, hier habe ich Schattenspieler. Das wäre dann der Bahnhof Neustadt. Der also schon nicht gerade klein ist. Also vom Fremo-Betrieb ist er dann doch so, ja, für mich wäre es dann eine riesige Herausforderung. Das würde ich so wahrscheinlich gar nicht machen. Ich bin da eher der Fan für kleinere Bahnhöfe. Tja, dann gibt es hier noch ein Stück Strecke. Und dann verschwindet die Strecke im Tunnel. Dann gibt es hier eine Wendel nach oben, also für den Fall, nee, nach unten, halt falsch, nach unten, weil dort unten ist das der Schattenbahnhof, dort unten, das ist Donaueschingen. Und das hier oben ist dann schon Bonndorf, das ist also dann so, die Endstation der Abzweigstrecke. Hier war es immer so schwierig, da durchzukommen, weil es alles relativ eng ist und es gibt zwei Fahrdienstleiter und was weiß ich, drei Zugpersonale und da wird es eng dort. Also da muss man dann sich da irgendwie durchschlängeln. Für so ganz dicke Menschen wie ich ist das nicht so super. Ja, und dann haben wir hier Lenzkirch. Das ist also der Bahnhof, wo die Züge Kopf machen müssen. Auch hier alles ein bisschen blau-lila wegen der Nachtschaltung. Ich bin dann nochmal, als dort weniger Leute standen, mal hier den Schattenbahnhof abgegangen. Also Donaueschingen. Das geht dann noch weiter um die Ecke. Da ist also wie so eine Art Güterbahnhof noch, dass man dort noch weitere Züge dann abstellen kann. Ich nehme mal an, das ist dann auch so der Puffer für einen Automatikbetrieb, denn auf der anderen Seite ist ja nicht so viel Platz in Freiburg. Es sind zwar auch einige Gleise, aber das ist hier schon ein bisschen größer. Ja, Rangierarbeiten in Lenzkirch, immer noch bei Nacht. Ja, es sind dann übrigens auch noch sogenannte Drücker, na, wie wir das ja im Miniaturwunderland kennen, wo sich dann so diverse Dinge ereignen, also Kirchenglocken läuten und dann hier die Drehorgel und
verschiedene andere Dinge kann man da aktivieren. Das gleiche gilt dann für die schon erwähnte Kirche, die natürlich dann auch in Betrieb geht, wenn man da drückt. Hier haben wir den Bahnhof Bonndorf nochmal aus der Vogelperspektive. Ich habe da leider keinen Gleisplan für die ganze Anlage, den scheint es da irgendwie nicht zu geben. Ich habe das also hier sagen, von oben, sofern es ging, fotografiert. Bei der Gesamtübersicht hat ja auch hier der Bahnhof Lenzkirch, den wir hier sehen, zumindest den hinteren Teil, hat dann noch gefehlt, deshalb möchte ich das hier mit nachholen. Und da nicht auf einem Bild Platz gefunden habe, habe ich da drei gemacht. Und hier haben wir den vorderen Bereich des Bahnhofes mit den beiden Strecken, wo die eine, da wo die Lokrad rauskommt, nach Bonndorf geht. Und die andere geht nach Kappel-Gutachbrücke. Inzwischen haben wir hier einen Zug mit einer Baureihe 75-4. Das ist die frühere badische 6C und zwei badischen Personenwagen. Kein Wunder, wir sind ja hier in Baden. Als nächstes habe ich hier zwei Fotos vom Bau der Anlage, hier die Gesamtanlage und hier einen Teilbereich. Und dann schauen wir das Ganze nochmal von oben an. Hier haben wir das Ravenna-Viadukt, man sieht ja auch vorn und hinten die Ansätze. Das ist ja mal umgebaut worden. Die alte Brücke ist durch eine neue ersetzt worden. Und die Ansätze von dieser alten Brücke sind hier noch vorhanden. Dann schauen wir uns nochmal den Bahnhof Freiburg-Wiehre nochmal an. Hier von der Seite und hier ja, auf der rechten Seite. Der Bahnhof Freiburg-Wiehre auf der linken Seite, der Schattenbahnhof, also der Bahnhof Freiburg-Hauptbahnhof. Ja, und hier haben wir dann noch den hinteren Teil von Freiburg-Wiehre. Da gibt es also noch so ein Güterteil. Und auf dem einen Gleis, was wir da sehen, fährt man dann aus dem Bahnhof heraus. Man fährt über das Ravenna-Viadukt und landet dann hier in Neustadt. Das soll es erstmal gewesen sein mit der Anlagenvorstellung. Ich würde euch jetzt mit ganz vielen Bildern fluten. Und ja, und dann haben wir noch wahrscheinlich zwei, also mindestens einen weiteren Teil, den wir uns dann anschauen, weil ich habe hier fast eine Stunde Videomaterial und ich werfe da ungern was weg, sondern möchte euch das alles, also zumindest die ganzen gelungenen Aufnahmen, präsentieren. Viel Spaß! Thank you.
Foto, wo übrigens ein Fehler drauf ist. Ja, also wer, also auch ein Josef Brandl, der macht mal einen Fehler. Zumindest wenn man von der Epoche 2 ausgeht. Ja, also wer den Fehler entdeckt, der kann ruhig mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer es rauskriegt. Ja, also ich wollte mich verabschieden mit diesem Bild für heute. Wir werden noch mindestens einen weiteren Teil sehen. Ich denke mal, es werden eher zwei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.